Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bibel, grüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einer neuen Folge Train Simulator 2020. Wir haben von RSSLO die neue Strecke bekommen, Salzburg-Wels. Und die wollen wir uns heute anschauen. An der Stelle natürlich ein großes, großes Dankeschön für diese tolle Chance. Die wollen wir natürlich nutzen und hoffen natürlich, euch eine tolle Strecke zeigen zu dürfen. Also ich selbst bin schon abgefahren und muss ganz ehrlich sagen, es ist eine sehr, sehr hübsche Strecke. Das Ganze findet ihr auf der Seite von RSSLO. Ich packe euch den Link natürlich unten in die Videobeschreibung rein. Das Ganze kostet 30,75 Euro. Ja, und hat natürlich ordentlich schöne Fahrzeiten mit dabei, schöne Züge mit dabei und so weiter und so fort. Wie gesagt, findet ihr alles natürlich unten in der Videobeschreibung. So, wir haben die Türen schon offen. Ihr seht es hier, wir fahren heute, sie fahren heute nochmal einen Nahverkehrszug von Salzburg nach Steindorf. Die Haltepunkte entnehmen Sie bitte dem Fahrplan. Taste F3. So, wir lassen die Fahrgäste natürlich bereits schon einsteigen und wir, würde mal sagen, rüsten uns jetzt mal so langsam aber sicher auf. Wirklich viel aufrüsten müssen wir nicht. Aber der Taurus, geil, ich glaube, im Let's Play von Train Simulator noch gar nicht gefahren. So. Und jetzt haben wir schon die erste Macke, denn ich muss leider noch mal kurz raustappen. Denn es ist nämlich so, dass, genau, ja, das brauche ich hier. Exit bitte. Dankeschön. Jetzt hat hoffentlich alles funktionieren wieder. So. Heieiei. So. Jetzt soll es passen. Ach. Wenn dann immer die ganzen Fenster zugehen und aufploppen und wieder zugehen und wieder aufploppen. Großartig. So. Genau. Stehen jetzt aktuell in Salzburg, warten jetzt natürlich auf unsere Abfahrt und dann können wir auch direkt loslegen, aber mir fällt noch was ein. So, PCP und SIFA noch an. Ich glaube, wir haben alles. Los geht's. Zugbeeinflussung. So, los geht's. Wir verlassen Salzburg. Die SIFA natürlich bestätigen, nicht vergessen. Und warum machst du das nicht? Ah, ha, ha, ha. AFB. So, jetzt sollte alles passen. Eieiei, geht ja schon mal gut los hier. So, jetzt haut das Ganze auch hin. So, der nächste Halt ist Salzburg-Kasernen. Also da werden wir jetzt anhalten. Wir fahren, wie gesagt, den Nahverkehrszug. Und ja, an sich, wie gesagt, eine schöne Strecke, schönes Handbuch mit dabei. Schön detailliert alles erklärt auch, wie, was, wo. Das erste Mal, dass ich mir auch mein Handbuch mal angeguckt habe tatsächlich. Und ja, da kann man absolut nicht meckern. Ja, heute war ohne Tracker eher, deswegen musste ich mich gerade raustappen, weil ich das Ganze schon abgesetzt habe und so weiter und so fort. Ja, muss ja nicht immer sein. Ist zwar cool, ja, mit Tracker eher, aber irgendwann ist es dann auch ein bisschen, versteh mal. So, SIFA. Ja, ja, schon schön. Schön, schön. Das ist mal ein Szenario, was mal nicht direkt vom Phasus kommt. Schauen wir uns das nächste Mal an.
Also heute läuft's nicht. Merkt das schon. Das will heute nicht so recht. So, dann Türen auf. Müssen wir uns jetzt ein bisschen konzentrieren wieder. Ach, Mann. Und zumindest war pünktlich. Das ist ja schon mal was. Also wir bekommen schon mal Pünktlichkeitspunkte. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, wie gesagt, den Taurus hatten wir ja so noch nie gehabt hier. Ich finde den Sound so super. Ist zwar nicht, so wie ich jetzt so verstanden habe, der gute. Also es gibt wohl eine Pro-Variante davon. Aber ich finde den hier eigentlich schon nicht schlecht. Also man kann hier auch halt Fenster aufzumachen und alles was. Ne? Also das ist schon schick. So. So, nächster Halt, Hallwang, Elixhausen, das ist unser letzter Stop, das Ganze 3,8 Kilometer. Ja, es ist natürlich wieder Winter, alles weiß, ein bisschen schade, sieht man natürlich nicht allzu viel. Es gibt natürlich auch Strecken, die sind natürlich, ja, lang, sehr lang. Da bin ich mal am Überlegen, wie wir das jetzt zukünftig machen wollen. Da könnt ihr gerne mal unten mit in die Kommentare abstimmen, wie ihr das gerne handhaben möchtet. Sollen wir zukünftig auch längere Missionen machen, die so, ja, länger als eine Stunde gehen oder eine Stunde sogar gehen. Das Ganze allerdings aber cutten. Ja, dann nutzt aber die Kommentarfunktion zu. Ich würde das Ganze natürlich dementsprechend auch kennzeichnen. Ja, dass das dann zum Beispiel Part 1 von 2 ist oder Part 1 von 3. Und das Ganze dann dementsprechend dann halt dann auch so hochladen und veröffentlichen. Wie gesagt, nutzt da gerne die Kommentarfunktion, würde mich sehr, sehr interessieren. Weil dementsprechend haben wir natürlich eine größere Auswahl an Aufgaben. Aber wir schaffen halt in einer Aufgabe oder eine Folge nicht eine Aufgabe. Also wie gesagt, das ist der Nachteil, dass wir das Ganze dementsprechend auch so ein bisschen länger ziehen müssen. Ja, es gibt halt nicht wirklich viele Aufgaben, die halt nur eine halbe Stunde funktionieren oder sowas, sondern es ist zum Großteil doch schon, ja, deutlich länger. Dadurch können wir zum Beispiel spannende Missionen oder sowas halt nicht hier auf dem Kanal sehen. Ja, das ist natürlich ein bisschen schade. Also wie gesagt, nutzt da die Kommentarfunktion. Würde mich mal interessieren. Vielleicht habe ich ja auch mal über YouTube mal so eine Auswertung da mal zu machen, dass ihr da einfach abstimmen könnt. Halt einfach funktioniert irgendwie. Muss ich mir mal schlau machen, wie das Ganze so funktioniert. Aber wie gesagt, nutzt da dazu gerne die Kommentarfunktion. Oder stimmt halt einfach ganz normal ab, denn würde mich mal interessieren. Weil dann fällt es uns natürlich zukünftig auch deutlich einfacher, Aufgaben zu zeigen. Und Phase kann sich dann in seine Aufgaben zum Beispiel dann absolut austoben. So, Türen sind offen, alles einsteigen, perfekt, wir stehen auch sehr, sehr gut drin hier. Ja, läuft. So, wir können ja mal reingucken, wie die Waggons so von innen aussehen.
Wenn wir jetzt uns mal hier so ein bisschen reinportieren, ne, sieht es doch schon super putzig aus. Ich kenne sowas gar nicht, also ich bin aber auch dazu einfach viel zu selten halt mit drin, ne? Also ich fahre halt überhaupt nicht mit der Öffentliche. Vom Baustil muss ich auch sagen, ist echt hübsch. Und was mir halt bei diesem Szenario zumindest aufgefallen ist, ja, wenn ich jetzt bis jetzt nur dieses Szenario gespielt habe, Strecke ist schön performance-arm halt, ja. Also sie läuft bei mir hier relativ gut, wobei jetzt zum Beispiel so Strecken wie Köln oder sowas, da merkst du schon die FPS-Probleme und alles sowas, ja. Aber hier geht's eigentlich ganz gut. Mag ich sehr. Ist natürlich von Strecke zu Strecke wieder selbstverständlich unterschiedlich, ne? Da kann man jetzt natürlich nicht eine Strecke mit dem anderen durch den Kamm ziehen, ne? Das ist verständlich, aber so im Großen und Ganzen läuft sie schön ruckelfrei. Ab und zu mal so einen kurzen Hänger, aber das kennen wir ja schon aus Omsi, ne? Die Siefer wieder. So, next stop Eugendorf, ja. So, wir dürfen jetzt auch gleich wieder 95 fahren. Kollege kommt schon. Er ist schon deutlich länger als wir. Siefer. Siefer. Also, heute bist du aber leicht anstrengend hier, Siefer, ne? So, die Türen auf. Wir stehen wunderbar wieder drin. Ah, ich liebe diesen Zug hier. Ja. Das ist fantastisch. So, machen wir mal schnell noch einen Screenshot davon. Ja, also wie gesagt, an der Stelle nochmal ein großes Dankeschön, ne, an RSSLO. Für die Bereitstellung. Ist wirklich fantastisch, dass gerade auch so ein kleiner Kanal wie wir sind hier immer noch die Chance haben, irgendwie mit den Großen mitzuhalten zu dürfen. Ja, es ist nicht selbstverständlich. Ja, viele gucken uns natürlich an und denken sich, ja, nee, es ist nicht, ja, mit deiner Größe. Aber nicht alle sind halt dementsprechend immer so aus, sage ich mal. Ja, gerade die Trainsimulator-Videos, die laufen nicht so hundertprozentig so. Wie jetzt zum Beispiel Omsi oder Lotus. Ja, aber hier ist natürlich schon große Mühe, alles so in diesem Spektrum mit aufzunehmen. Ja. Und gerade der Trennsimulator, der kann unglaublich geil sein. Ja, wenn du natürlich so spannende Missionen hast, ja, tolle Strecken, dann hat er mega, mega Potenzial. So, nächste halt Seekirchen am Wallersee.
So, stopp jetzt. Zurückeln. So ein Lagerhaus haben wir hier. Oh, hier spinnt er gerade ein bisschen, wa? Ist gerade irgendwie ein bisschen ausgetimt hier. Oh, jetzt. Ah, ja, okay. Jetzt haben wir hier natürlich zu früh gebremst, jetzt hier, weil wir irgendwie ein bisschen länger gerollt sind. Nein, mach das aus! Federspeicherbremse. Zugbeeinflussung. So, jetzt, meine Güte. Hat jetzt geklappt alles. Haben wir keine Zwangsprüfung bekommen. Alles gut hier, alles gut. Ist ja interessant. Auf Raute, ja, ist das, die Federspeicherbremse. Interessant. Das hat sich jetzt eingebrannt. So, jetzt war schon wieder los. So, das ist halt Wallersee.
So, ja, 10 Sekunden Verspätung. Ich denke mal, es geht in Ordnung. Habt ihr gesehen, wie sich sogar da unten dieser Tritt sich da ausklappt? Klasse. Gucken, ob wir es gleich sehen, wie es zuklappt. Das ist schon schön, ja. So. Da, zack. Klappt sich zu. So, nächste Halt ist Weng. Ja, jetzt sind es schon bei 45 Sekunden. Jetzt kommen wir langsam in Schwierigkeiten. Jetzt muss man schon mal ein bisschen Dampf machen. Aber naja, so ist das. Aber ich bremse halt einfach viel, viel zu früh. Ich könnte einfach wahrscheinlich mit dem Taurus viel, viel schneller reinfahren.
Und das ist hier schon sehr gemein, jetzt im Bahnhof so ein Signal hier zu haben. So, Türen auf, bitte. Dankeschön. Wir sind sogar pünktlich. Jawohl. Ja, seht ihr? Einfach mal so schnell mal so nichts wie dir, nichts hier pünktlich an. So, Neumarkt Kostendorf aktuell. Wollen wir erstmal gucken. Der nächste halt ist jetzt schon Steindorf. So, hier ist denn Steindorf bei Straßwaldchen. Okay. Ja, da müssen wir jetzt noch hin. Das ist unser Ziel. Und hier können wir schon mal Zip machen. Wundervoll. Jetzt warten wir natürlich noch, bis alle zugestiegen sind. Und dann geht es jetzt ab zur Endhaltestelle. Oder Endhaltebahnhof. Ne? Ist ja nicht, wir sind nicht beim Bus unterwegs. Ne, von daher. So, los geht's. Jawohl. Zwangsbremsung. Ah, jetzt ist so eine Auswertung ganz nett. So, das ist natürlich gut gelaufen. Warte mal, da war was. Da war was, ne? Da war was, wenn du aus dem Stand ja rausfährst. Aus dem Stand gibt es da irgendeine andere Regelung. Das ist ja nicht mehr 85, sondern war es da 45. Ich blick da noch nicht so hundertprozentig durch. Da war es 60. Keine Ahnung. Irgendwas war da, das weiß ich. Also wenn du so normal fährst, gelb, ja, das musst du halt unter 85 halt. Aber wenn du aus dem Stand rausfährst, da war was. Ich erinnere mich tatsächlich. Und dass ich es gerade vergessen hatte. Ich erinnere mich. Also ich weiß auf jeden Fall, da war irgendwas. Ich werde mich natürlich hier selbstverständlich wieder aufklären. Und in den Kommentaren wisst ihr ja, ne? Bin ich mal schon gespannt. So also 40 oder 60. Irgendwie eins von den beiden. Oder 45, 65. Spielt ja jetzt in dem Fall keine Rolle. Da war was. So, Türen auf und wir sind am Zielbahnhof angekommen. Also das ist auf jeden Fall die neue Strecke Salzburg-Wels von RSSLO. Also wie gesagt, ist eine verdammt hübsche Strecke. Zug fährt sich wundervoll. Ja, ich liebe den Taurus.
Also, muss ich ganz ehrlich sagen, lohnt sich voll und ganz. Wie gesagt, 30 Euro, wie gesagt, das Ganze packe ich euch natürlich unten selbstverständlich in die Videobeschreibung. Ein großes Dankeschön noch an RSSLO. Wie gesagt, nimmt es mir nicht übel, dass ich jetzt hier die Zwangsbremse kassiert habe, aber so hundertprozentig bin ich mit dem PCB noch nicht so vertraut, ja, dass ich da jetzt als alles wie ein absoluter Eisenbahner-Pro jetzt in das Ganze hier verstanden habe. Und ja, bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart. Hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Schreibt es in die Kommentare. Bis denn. Tschüss.